So, jetzt geht's weiter. Letztes Video ohne Abschied, tut mir leid, aber hier ist gerade Action, ich schaue immer noch zu. Sind immer noch im Gefängnis eingesperrt, rechts unten sieht man's ja eh. Ach, der Typ, der haut eh schon ab. Also, richtige Herausforderung. Ist der Typ alleine? Ne, der schafft es nicht mehr. Alleine schafft er das nicht mehr. Ah, jetzt wird er auch noch geschockt. Ne. Ich geh da raus. Das ist fast unmöglich. Sowas zu schaffen. So, ich schaue jetzt nochmal Ausrüstung. Ach genau, ihr seht da rechts unten Entdeckungsrisiko. Also bestimmte Waffen, wenn man die anhat, zum Beispiel so ein dickes, fettes Sniper bzw. Scharfschützengewehr, das steigert natürlich die Entdeckungsrisiko, dass man halt gesehen wird von den Bullen. Aber es gibt auch bestimmte Missionen, die kann man auch so auf Stealth abschließen, das heißt, man kann das abschließen, ohne dass Polizei kommt. Also so verdeckt abschließen wie so ein Assassine. Und da braucht man natürlich ein geringes Entdeckungsrisiko. Bei bestimmten Waffen, da steigt das natürlich. Wenn ich da jetzt natürlich da so eine dicke, fette Panzerweste anziehe, dann steigt das auch. Ich sehe das ja selbst. Ja. Genau, hier die ganzen Masken. Ich habe da verschiedene. Ich zeige euch mal ein paar von mir. Das war den, den ich vorher gerade Abend gehabt habe. Dann hier der Fischkopf. Schaut auch geil aus. Ein Raffe. Oder hier so ein Anubis-Maskenkopf. Auf jeden Fall lustig gemacht und auch geil. Ich schaue jetzt mal um einen leichteren Job, den man auch wirklich schafft. Fast zum Crasher. Der Job ist nice, der ist leicht und man bekommt relativ schnell Kohle. So, Einkaufscrasher, da muss man in so ein Einkaufszentrum rein. Und man muss so viel Schaden wie möglich anrichten und dafür bekommt man dann später Kohle. Weil der Auftragsgeber, ich glaube Vlad ist es, der will halt, dass man das zerstört. Und der bezahlt uns dafür. Richtig cool. You heard him right. Vlad is serious. We're going to the mall. We destroy as much as we can. Ich starte schon mal allein. As many stores and glass interiors as you can. If you can, snag cash and valuables, opportunistic. You understand? Yeah, I understand. Ja, und ich hoffe, ich bin auch laut genug, weil ich glaube, mein Mikrofon ist ein bisschen leise eingestellt. Oh. Ich würde spawnen erst und der schaut mich schon an. Weil ich glaube, ich volle Panzerung an habe, genau. Deswegen denkt sich der Typ, hör, what the fuck, was macht der da mit einer Panzerweste? Er schlagt alles kurz und klein. Das kann ich gut. So. Tritt hier schon ein Spieler bei? Je mehr Spieler, desto besser eigentlich. Das ist eigentlich egal, wir müssen ja jetzt kurz und klein schlagen, das ist eh egal, ob wir entdeckt werden oder nicht. So, der Typ tritt jetzt bei. Zack, die sind schon mal tot. Down on your face, everybody! And don't even think about making a call. Wenn da auch Geiseln nehmen, also wenn da einer im Gefängnis ist, wie ich bei der letzten Folge, wenn man eine Geisel hat, dann kann man die dagegen eintauschen. Dann ist man gleich wieder da. Sehr praktisch. Down, down, don't move. Clock's ticking, people. Stay down on the ground.
So, hier haben wir ein bisschen Schmuck, das nehmen wir alles mit. Money is money. Money is king. Sag ich dann nur. SK-Killer räumt auf. Oh, auch nochmal ein bisschen Geld hier. Ach, was haben wir denn hier? Hoppala. Haben wir schon mal ein bisschen Schmuck. Ach, was haben wir hier? Paket. Hier gibt es auch so Gage-Pakete, das heißt die Dinger. Wenn man eine bestimmte Anzahl von diesen Paketen eingesammelt hat, dann bekommt man so eine Belohnung. Also sind überall immer verstreut auf der Map. Das ist immer unterschiedlich. Ah, jetzt wird's laut von der Musik her. Auch alles hin. Ach, gleich Bombe hier, eine Granate. Ich sag schon Bombe. Gleich mal eine Granate hier reinwerfen. Oh, die sind alle kaputt. Will ich hier irgendwo noch was zu mitnehmen? Nix, okay. Ah, ich geh ja noch weiter. Scheiß auf die Bullen. Irgendwas? Nö. Ah, hier haben wir was. Moment, das kann ich auch aufsprengen, da habe ich auch ein paar so Bomben dafür. Oh, C4, wollte ich sagen. Bombe. Ich hab nur noch Bomben. So. Juhu, Geld. Geld ist nie schlecht. Statt dass wir hier irgendwas zerstören, nehmen wir nur die Kohle mit. Ach, hier haben wir auch noch was, da haben wir mal eine Granate. So. Ui! Ja, die Polizisten sind auch manchmal immer verbuggt. Die laufen einfach rum. Ja, hier haben wir auch noch was. Können wir den auch zerstören? Ich glaube, der bringt viel Geld. Anscheinend. Auch wenn er nicht kaputt ist, hat's gebracht. Ach, bisschen ist er zerstört, aber nicht komplett. Okay. Ah, oh, Taser. Shit. Scheiße. Verdammt. Oh, fast tot. Massaker. Ja, so langsam wird's eng, oder? Rechts.
da hinkommt. Ich hab die Mission schon wunderbar gemacht, also nicht mehr weiß ich schon, wo der. Oh. Der hat Headshot bei mir gemacht, der Wichser. Hilf mir! Ja, gut machst du das. Gut. Ah, dankeschön. Der andere. Hoxton ist bei mir. Oder? Ist es Hoxton? Ja. Wolf ist da. Der ist immer noch draußen, macht nix. Läuft, Alter. Hoppla. Oh! Scheiße. Schnell, 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 hilf mir! Hoxton! Wo ist er denn? Ja, der hilft mir. Krass. Scheiß Sniper, Alter. Regt mich schon die ganze Zeit auf. Alter, wer schießt mich denn die ganze Zeit ab? Oh, der Typ hat jetzt auch was genommen. Passt. Der geht gleich drauf. Ich glaube ich, ja, genau. Passt. Okay, that was severe overkill. Vlad will eat this up. This will really work for him. Ja, für uns wird's auch. Hey, you shop like ja. Russian mistress. Ooh. 150.000 Bargeld. Richtiger Russe. Payday. Genau, hier bekommt man auch mal so eine Karte, da kann man auch Masken und Waffenmods bekommen. Hier Waffenmods. Der andere hat. Alter, nice. Der andere hat ein Muster bekommen. Geil. Ja, ich hoffe, euch haben euch die zwei Folgen gefallen. Ich werde normalerweise noch weitere Folgen machen. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, dann nicht. Ich wollte einfach mal jetzt mal wieder ein paar Videos machen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ruhig ein Däumchen da oder ein Abochen. Ich werde es wieder versuchen, dass ich wieder Videos mache. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, und schreibt es ruhig in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen für mich, was ich noch machen könnte und so. Aber wie schon beim letzten Video angesprochen, ich werde vielleicht wieder ein paar GTA-Filme machen, einfach so just for fun. Ja, also haut rein, viel Spaß noch. Euer Skykeller, Peace und bleibt sauber. Ich gebe mir noch schnell was. Ja, wo ist er denn? Ja, 1,5 Millionen gönne ich mir in der Karte. Maske! John! Schaut lustig aus. Also, haut rein. Peace.